Okay, jetzt aber. Raus aus dem Nest, bevor ich noch kürzer werde heute. Bevor ich heute noch einen Rappel kriege. Ab auf die Autobahn und weg. Licht sollten wir vielleicht auch mal einschalten. Bedankt mit Lichthoppe. Kommt noch einer. Angewieselt. Aus Wieselbach kommt er angewiesen. Und jetzt fahren wir wieder da oben auf. Also gut. Alles andere wäre wahrscheinlich doch Blödsinn. Ja. 3 Kilometer. Lalalala. Wo ist jetzt eigentlich? Scheiße. Guck mal. Egal, wurscht, Dinger sieht. Dann saufen wir eben Lemon. Ist mir auch wurscht. So, hab ich gedacht. Die Strecke ist ja bekannt. Kenne ich ja wie aus dem FF. Wir befinden uns auf einer Höhe von 283 Meter. 288 Meter, also 292 Meter. Wir kommen hoch hinaus. Ein Herz für Taxifahrer. Ein Herz für meine Brieftasche. Oder was? Deine Brieftasche meine ich natürlich. Meine ich. Also gut,
6 Stunden und 8 Minuten dauert die Fahrt. 455 Kilometer bis St. Louis. Ankunft 4.53 Uhr. Es sind plus 0 Grad. Und die Lichtmaschine geht wieder. Ein Glück für sie. Schalte halt endlich nach 12. Also, Urbel, du Drecke, der du. Er fährt da ziemlich in der Mitte mit seinem Gliederzug. Das war ein Jumbo-Gliederzug. 3 Meter Brücken. Eine Verkehrskontrolle. Wunderbar. Wegen dem Rücklicht, meine ich. Das macht Spaß. Nein.
umdrehen. So, schauen wir manuell. Von mir ist DHL. Das sehe ich von hier aus. Obwohl ich es nicht sehe. Ich ahne es. Ich sehe etwas Dunkles oben am Rand. Das könnte rein theoretisch der rote Schriftzug DHL sein. Außerdem sind die drei Dinger unten, das sind die Gefahrgutschilder. Also da steckt man normalerweise die Gefahrgutschilder rein, was er jetzt drauf hat und so weiter und so weiter. Also wassergefährdend, brennbar, explosiv, radioaktiv und das ganze Tralala. Weil die Warntafel, die ist ja am LKW dran, an der Lafette. Ja, vorne am LKW und hinten an der Lafette. Niemals an der Brücke. Das wäre ja noch schöner. Das wäre noch schöner. Hier bergab. Alte Synagoge, Erfurter Schatz. Nein, eine türkische und eine jüdische. Die jüdische, die können wir gleich abreißen. Die türkische, die können wir lassen. Ja, so ungefähr. Wer die Menschenwürde mit Füßen tritt, hat in Deutschland keinerlei Rechte. Sprich, wer die Palästinenser nicht, ihr wisst, respektiert, achtet, anerkennt als Mitglieder, Mitbürger. Die Israelis haben ja kein eigenes Land. Das ist das Land der Palästinenser. Und das reißen die sich mal eben so unter Nachel. Da bauen sie eine Mauer rum und dann bauen sie ihr Häuslich drauf. Das finde ich eine Frechheit. Und unsere Politiker schauen dazu. Wer tut hier eigentlich wem Unrecht? Die Palästinenser den Israelis oder umgedreht? Ich finde es eine Frechheit. Ich finde es einfach eine Frechheit, was die Leute machen. Die Israelis mit den Palästinensern. Fertig. Finde ich eine Sauerei. Das ist ein Böhle. Das ist ein Kühler.